1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder. Gestern erkrankt, heute Gott sei Dank wieder fit. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio live mit einer freien Themennacht. Wenn ihr euch also gerne hier jetzt heute Nacht im Radio bei 1Live und im WDR-Fernsehen mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns ganz einfach unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Frank. Hallo Frank, ist 33. Hallo Frank. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe zwei Probleme eigentlich, die sich zu einem großen knubbeln. Mhm. Erstens gehe ich zwangshaft fremd. Ja. Und das zweite ist, ich möchte es meiner Frau eigentlich gerne sagen. Ja. Das geht aber nicht. Ja. Wie lange bist du verheiratet schon? Ungefähr 5 Jahre jetzt. 5 Jahre. Und wie lange gehst du fremd? Also sagen wir ungefähr 4 Jahre. 4 Jahre. Also wir kennen uns insgesamt 7 Jahre. Ja. Und also wie gesagt, so ungefähr seit 4 Jahren gehe ich fremd. Und du sagst zwanghaft fremd. Was heißt das? Wie oft passiert es im Monat? Sagen wir mal im Monat. Ja, das kannst du jetzt also nicht in Monaten rechnen, sondern das ist das Problem. Irgendwann bricht das bei mir so aus, dass ich sag so nach dem Motto, bin ich noch attraktiv scheinbar oder so, dass ich also von mir sage irgendwo, so ich will mal wissen, wo meine Aktien stehen, auch bei den anderen Frauen. Ach so. Also das kann mal ein Jahr gut gehen und dann bricht das, sag ich, in Anführungsstrichen aus. Also es ist weniger die... Ich probiere also auch eine Zeit lang noch dagegen dann anzukämpfen. Ja. Ich sag mir so, von wegen, das bringt ja eh nichts und ist ja eh nur fleischlich und... Ja. Das sind ja so eine Nachtgeschichten, oder? Jein. Also es war eine Zeit lang mal so ein, zwei Mal und dann ein Kuss. Mhm. Es war aber auch eine, zwei dabei. Wo sich das länger gehalten hat. Über ein halbes Jahr hin. Also. Also kann man gar nicht jetzt so eine Zahl sagen, wie viel Mal du schon fremdgegangen bist. Die Zahl ist... Ich könnte die Anzahl der Frauen grob sagen. Ja, sag mal grob. Mit 10 Frauen. 10 Frauen, wobei okay. Halt also... das kann man dann noch hochrechnen. Ja. Ja. Ist es, wie du es gerade erklärt hast, in erster Linie nicht so die sexuelle Lust nach was anderem, sondern einfach um die Bestätigung zu bekommen? Ich bin noch attraktiv. Ja, das ist das, wo ich selber für mich am Zweifeln bin. Mhm. Also auf der einen Seite sage ich mir, wenn ich immer regelmäßig und anständig in Anführungsstrichen Frauen halt kriege, ja, dann müsste ich ja eigentlich für mich sagen, so, also mein Level ist okay. Also bräuchte ich rein theoretisch gar nicht fremd zu gehen. Aber dem ist halt leider nicht so. Dann fragen wir ganz einfach mal, wie ist die Beziehung mit deiner Frau, sexuell gesehen? Eigentlich blendend. Eigentlich blendend also sogar? Wenn es danach ginge, müsste ich eigentlich gar nicht fremdgehen. Das heißt, nicht so, dass meine Frau mich zum Beispiel nicht oral befriedigen würde oder dass es halt Sex das heißt, langweilig wäre oder so. Nach 7 Jahren ist da noch keine Routine, die dich langweilt? Also, umso absurder ist das Ganze, ne? Ja, das ist ja eben das, was mich halt stutzig macht. Weil wie gesagt, also ich habe regelmäßig und ich sag mal in Anführungsstrichen, also 4-mal die Woche mindestens mit meiner Frau Sex. Mhm. Wenn du so viele andere Sachen am Laufen hast und hattest mit anderen Frauen, erstmal so die Grundfrage, schützt du dich wenigstens dabei? Ja. Das schon? Mhm. Ja. Deine Frau? Weil erstens würde ich meine Frau nicht gefährden wollen und zum Zweiten mich auch selber nicht. Und okay, naja. Aber ich habe schon so viele andere Sachen hier gehört, deswegen frage ich das mal. Ich verfolge dich so gut wie jede Nacht. Und also. Deine Frau ist dir treu? Gehe ich von aus, Gehst du von aus? Mhm. Mhm. Was würde die sagen, wenn die das erfahren würde, was du da machst? Gute Frage. Also ich sag mal, auf der einen Seite ist sie recht offen und auch tolerant. Hm. Allerdings, ich denke schon, dass unsere Ehe einen großen Knacks kriegen würde, eventuell auch in
die Bursche gehen würde. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? Drei. Drei Kinder? Ja. Drei Kinder. Und da machst du so ein Theater, da machst du so etwas. Ja, das ist ja... Das ist schon krass. Ich probiere noch dagegen anzugehen. Ne? Also ja, es ist jetzt nicht so, dass wenn das hochkommt, dass ich dann einfach sage, weißt du, pff, jetzt gehe ich mal und hab mal Sex und dann ist gut oder so. Du musst auch eine irre Angst... Ich probiere ja schon dagegen zu schwimmen ja. Und sagen so... Du musst auch eine irre Angst haben, dass das rauskommt. Irgend sowas kann immer irgendwie rauskommen. Also bin ich ganz ehrlich, eigentlich nicht. Ne? Denkst du nicht so drüber nach? Also nicht wegen dem Rauskommen, sondern weil ich suche mir, in Anführungsstrichen, ich sag mal, die Gespielinnen halt schon nicht aus der direkten Umgebung von uns, sondern... Na gut. Also, wir halten nochmal fest. Es ist der Grund liegt nicht darin, dass du sexuell unbefriedigt bist in deiner Ehe. Nein, um darin liegt es nicht. Wenn, kann der Grund nur darin liegen, dass du einfach dass das ein Jagdtrieb ist, dass du Frauen haben willst? Ja, wobei, wie gesagt, also wenn ich einen Jagdtrieb hätte, so denke ich mir, dann müsste ich ja eigentlich sagen, okay, pass auf, entweder du hast es andauernd, dass es halt andauernd sein müsste, oder ich sag mir, so wenn ich jetzt ein- oder zweimal gemerkt habe, ja, ich bin ja noch, in Anführungsstrichen, attraktiv für die anderen Frauen, dann ist ja gut. Ja, ne, ist nicht gut. Es kann ja sein, dass es nach ein paar Wochen dir wieder in den Sinn kommt, bin ich denn jetzt immer noch gut, also bricht es dann wieder aus. Ja. Also, ne, die Anerkennung, eine Gier nach Anerkennung. Ich zähle noch was, ich habe noch Marktwert. Ne? Wäre möglich. Was ist das? So, du bist mit deiner Frau glücklich? Ja. Du bist mit deiner Frau sehr glücklich. Sogar. Sehr sogar. Du liebst die Frau. Ja. Du hast mit der Frau gut. Ich würde also auf keinen Fall für irgendeine andere Frau, mit der ich da irgendwie Sex habe oder so, auch selbst wenn der Sex noch besser wäre wie mit meiner Frau selber, würde ich meine Frau und meine Kinder auf keinen Fall verlassen wollen. Da war auch noch nie ansatzweise irgendwie eine Verliebtheit mit zu einer Frau. Nein. Mhm. Das ist also rein körperlich und... Verstehe. Ja. Also, guter Sex. Du liebst diese Frau. Sie geht ja über alles. Ihr habt drei Kinder. Die Ehe ist für dich eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit in deinem Leben. Wenn nicht die wichtigste, so wie ich es jetzt verstanden habe. Stimmt. So. Mann. Frank. Da verstehe ich nicht, was du da machst. Ich verstehe es wirklich nicht. Du gefährdest wirklich die Grundlage deines... Ja, du gefährdest die Grundlage deines Lebens. Ja. Jetzt kommt das Problem Nummer zwei. Also, ich bin ja eigentlich drauf und dran, es meiner Frau zu sagen. Mhm. Auch wenn in Anführungsstrichen dadurch sicherlich ein großer Bruch sein würde, aber ich sag mal nach der Zeit jetzt innerlich, das frisst einen doch mit der Zeit auf. Mhm. So, nur jetzt habe ich ein Problem. Ich kann es meiner Frau nicht sagen, weil wenn ich meiner Frau, jetzt bin ich bei dem Thema, wie du immer sagst, entweder man macht ganz reinen Tisch oder macht keinen reinen Tisch, weil halbe Sachen sind keine Sachen. Mhm. Das sagst du ja immer so. Okay. Ja. Jetzt ist das Problem, wenn ich meiner Frau die ganze Wahrheit sage, dann ist nicht nur meine Ehe kaputt, sondern unsere Familie. Mhm. Also nicht sprich unsere kleine Familie, sondern unsere große Familie. Sprich mit meinen Eltern, ihren Eltern. Mhm. Also du gehst schon davon aus, dass ihre Reaktion so heftig wäre, dass die Ehe zerbricht. Nicht nur, dass sie einen Knacks bekommt. Wenn du erfahren würdest, dass, ich sag mal, deine Frau mit deinem Bruder geschlafen hätte, dann würdest du, glaube ich, schon... Ach so, was gab's auch? Ja. Frank, bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Wie kannst du denn alles so gefährden, wenn die auf der anderen Seite... Wenn die auf der einen Seite sind... Ich weiß ja selber nicht, wie es halt dazu gekommen ist. Weil du dich zu sehr gehen lässt, Mensch. Du hast eine Ausstrahlung von einem Kerl. Aber du hast dich nicht wie ein Kerl im Griff. Das muss ich dir so sagen. Wenn du so etwas Wichtiges in deinem Leben, wie deine Familie und deine Liebe und deine Frau, so gefährdest durch solche Sachen, dann auch noch, so wie du es mir gerade jetzt am Ende noch erzählt hast, finde ich das unglaublich. Was kann man denn da jetzt machen? Wenn du sagst, zu Recht, wenn ich das jetzt alles auf den Tisch lege, ist alles kaputt. Ist alles kaputt. Nicht nur eure Familie. Das ist eben mein Problem. So. Auf der einen Seite möchte ich gerne reinen Tisch machen. Ja, weil du jetzt natürlich wieder ein reines Gewissen haben willst und du willst es wieder gut haben. Nein, was heißt ein reines Gewissen? Weil ich irgendwo mir mal sage, so, vielleicht wenn ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, auch mein Gewissen, klar, aber wenn ich jetzt mal reinen Tisch mache, dann kann ich mal irgendwo für mich sagen, so, jetzt fange ich bei null an, in Anführungsstrichen, mache auch vielleicht eine Therapie oder... Ja, wie wär's denn mit folgendem Vorschlag? Dass du erstmal wieder bei Null anfängst, indem du erstmal nur für dich dein Leben ordnest.
Das heißt, ab sofort sind alle anderen Frauen tabu. Definitiv tabu. Das auferlegst du dir als Gesetz, als eisernes Gesetz jetzt. So, jetzt hast du gerade auch noch ein Stichwort gesagt, du wärst auch bereit, vielleicht irgendwie eine Therapie zu machen oder weiß ich ja, was. Ja, wenn ich jetzt merken würde, dass es mir helfen würde, ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt in Anführungsstrichen irgendwo so im Kopf verankert ist oder ob das halt jetzt einfach immer so spontane Dinger sind. Ja, ja. Weil es ist, so, aber was spricht dagegen? Dagegen spricht jetzt erstmal überhaupt gar nichts. Diesen Weg zu gehen, den ich vorgeschlagen habe. Damit kannst du erstmal nur Gutes, ne? Da kannst du erstmal nur Gutes machen. Das heißt, du stehst vor dir wieder klar da, obwohl du deine Vergangenheit sitzt dir im Nacken. Das ist mir völlig klar. Aber nun lass es erstmal. Dann ist das erstmal so. Ich respektiere schon sehr, wenn du sagst, da geht alles kaputt. Das muss man ja jetzt auch nicht so forcieren. Jetzt machst du einen Strich unter das alte Leben und konzentrierst dich ganz auf deine Frau und deine Familie. So, und dann wollen wir erstmal sehen, wie lange das durchhältst, ob du wirklich das schaffst und so viel Disziplin hast. Wenn du dabei noch Hilfe brauchst, suchst du dir von außen. Wann und ob du irgendwann das deiner Frau erzählst, das verschieben wir jetzt einfach mal. Jetzt geht es darum, dass du ein sauberes Leben führst, sage ich mal so. Ja, die Sache ist nur... Jetzt sag bitte nicht, ich kann nicht. Nee, um Gottes Willen, nein. Ich will ja auch von mir aus was dran ändern. Mhm. Das Problem ist also... Für mich selber reicht dieses auf die Seite schieben irgendwo nicht, weil irgendwie, okay, was soll ich jetzt sagen? Mach es doch erstmal. Und wenn du jetzt ein ganzes Jahr, sagen wir mal ein ganzes Jahr es geschafft hast, stehst du ja vor dir auch schon mal ganz anders da und ja, vielleicht auch... Ich hab's ja auch teilweise schon mal ein Jahr geschafft, halt nicht fremd zu gehen oder sonst irgendwie, aber ja. Dann, ne? Okay, dann wiederum, wenn du es jetzt schaffst, über einen längeren Zeitraum, stehst du vor dir besser da und stehst du, wenn du eine Beichte aussprichst, auch vor deiner Frau besser da? Was reden wir? Es gibt ja nur die Alternative, entweder bricht alles auseinander oder wir gehen erstmal diesen holprigen Weg, der nicht so ganz ehrlich ist, aber irgendwo zumindest jetzt mit einer Ehrlichkeit beginnt. Also du meinst besser... Ja, also manchmal, ich meine, es ist natürlich immer leicht gesagt, leg die Karten auf den Tisch und sag absolut die Wahrheit, aber manchmal muss man das vielleicht auch ein bisschen modifizieren und sagen, okay, was riskiere ich damit? Entscheidend finde ich, dass du eine Entscheidung jetzt fällst und sagst, jetzt lebe ich ab sofort anders und dass du das durchziehst. Und wenn du dann damit nicht zurechtkommst, wenn dir die Schuld immer noch zu sehr wirklich im Nacken sitzt, dann kann man immer noch die Beichte überlegen. Ja, lebt doch erstmal so. Da ist immer nur dieser Hintergedanke, diese Angst, in Anführungsstrichen vielleicht doch wieder rückfällig zu werden. Weil ich, wie gesagt, schon zwei, dreimal hatte, dass ich über längeren Zeitraum nicht daran gedacht habe, noch nicht mal mehr. Kein Mitleid, das musst du schaffen. Das musst du schaffen. Nee, also das hat ja wie gesagt nichts mit Mitleid irgendwie. Ja, egal, das ist kein Argument. Das musst du schaffen. Musst du schaffen, Punkt. Keine Diskussion. Und wenn es aussieht, als würdest du es nicht schaffen, dann such dir von außen Hilfe. Such dir irgendwie Rat und Tat von einem Fachmann, wenn die Gier zu groß ist in dir. Jetzt gebe ich dir mal noch eine Adresse von eventuell einer Beratung. Also, ich lieber zu einem, in Anführungsstrichen, Paarberatung alleine gehen sollte, zum Beispiel. Um das im Griff zu kriegen, ja, kann ich schauen. Oder eher Sexualtherapeuten. Können wir dich gleich mal beraten, was besser wäre? Auf jeden Fall, wenn du das parallel auch noch machen würdest, kann auf keinen Fall schaden, finde ich. Ja? Nee, schaden kann das auf keinen Fall. Eher mich aufbauen und motivieren. So sehe ich es auch. Jetzt legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der eventuellen Adresse. Und meine Psychologin wird dir noch einen Rat geben, wo, wenn du am besten hingehst, okay? Alles klar. Frank, danke, alles Gute. Domian, jo. Alles Gute für deine Gesundheit. Dankeschön. Und mach weiter so. Sehr nett von dir. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Morgen habe ich hohen Besuch, morgen ist Promi-Tag bei Domian. Morgen kommt Anke Engelke zu mir in die Sendung. 11:30 WDR-Fernsehen. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt und anrufen wollt, wenn ihr mit Anke Engelke sprechen wollt, sie was fragen möchtet, dann meldet euch am besten jetzt schon per Mail an unter domian@wdr.de. Und ich sage jetzt nochmal, weil wir schon einige Unmutsäußerungen bekommen haben, dass ich das immer sage, ihr könnt euch anmelden und letztendlich kommen nicht so sehr viele Leute in die Sendung. Da sind schon immer viele Leute in der Sendung. Aber bei so sehr, einer so großen Zahl von Anmeldungen kann man natürlich nur ein paar berücksichtigen. Das ist ja so. Das ist ja hier in dieser Sendung auch mitten in der Woche. Ihr ahnt ja gar nicht, was hier im Hintergrund
bei uns los ist und immer nur so und so viele Leute kommen hier rein auf den Sender. Also wenn ihr euch gerne beteiligen wollt morgen, dann meldet unter domian@wdr.de. Eine Stunde vorher morgen, ab 10:30 sind aber auch unsere Leitungen schon geschaltet und ihr könnt auch morgen direkt dann live anrufen unter 0800 220 5050. Hier ist Carina. Carina ist 21 Jahre alt. Hallo Carina. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Carina? Ja, mein Freund hat heute mit mir Schluss gemacht. Oh. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Anderthalb Jahre, also wir kennen uns anderthalb Jahre und einen Monat und, ja, nein, ein Jahr und drei Monate waren wir dann zusammen. Ja, und er hat heute Schluss gemacht. Ja, und wir haben auch schon zusammen gewohnt. Das war alles ganz, ganz toll am Anfang. Ihm ist das auch noch nie passiert und mir auch nicht. Wir waren von Anfang an so glücklich miteinander und alle sagten auch, das passiert so selten, dass man so gut zusammenpasst. Mhm. Und wir hatten schon Angst davor, dass wir so gut zusammengepasst haben. Mhm. Und haben uns dann aber das gut überlegt und ich bin dann zu ihm gezogen. Er wohnt bei seinen Eltern, hat aber so eine eigene Wohnung in so einem größeren Haus. Mhm. Und das hat auch alles wunderbar geklappt. Nur ich muss dazu sagen, ich habe, bevor ich ihn kennengelernt habe, war ich insgesamt zwei Jahre vorher bulimiekrank. Mhm. Und als ich ihn kennengelernt habe, hatte ich das auch noch. Mhm. Und ihm zur Liebe auch habe ich das dann ja nicht mehr gemacht, also mich übergeben. Aber ich habe nie richtig gelernt, so Konflikte zu lösen. Mhm. Und dann kam das Abitur dazu und ich hatte Stress und dann im Grunde nach einem halben Jahr war dann eigentlich alles vorbei. Ich habe dann gesagt, das kann doch nicht sein, dass so eine perfekte Beziehung, dass mir das passiert, dass ich das erleben darf. Jetzt sag mir mal. Ich habe Fehler eingebaut. Fehler eingebaut? Ja. Dass ich ihn tyrannisiert habe, dass ich ihn provoziert habe, dass ich ihn unter Druck gesetzt habe, habe verboten, dass er sich mit Freunden trifft, habe gesagt, ich trenne mich von ihm, um zu gucken, wie weit ich gehen kann und auch zu hören, dass er mir sagt, ich liebe dich. Und das habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht, jetzt auch die ganze Woche. Was war jetzt seine Begründung heute? Ja, das fing mit der Woche an. Also wir hatten schon vor zwei Wochen ein Gespräch und da haben wir uns zusammengerauft und haben das klappte auch wunderbar und wir hatten eine sehr schöne Zeit wieder. Und dann am Montag gab es verschiedene Auslöser, dass wir uns gestritten haben und habe ich dann gesagt, ich packe meine Koffer, ich gehe zu meiner Mutter. Und dann war es schon so spät, dann habe ich noch da übernachtet und dann kam am nächsten Morgen an und hat wieder gekuschelt und meinte, ach komm, lass uns versuchen. Und dann bin ich auch erst drauf eingegangen, habe ihm aber zur Arbeit eine E-Mail geschickt, dass das nicht so geht. Lass uns mal nicht die ganze Zeit mal Revue passieren lassen, sondern heute. Was hat er heute gesagt? Hat er heute eine Begründung gesagt? Ja, dass ich ihn die letzte Zeit zu sehr immer verletzt habe, dass ich viel falsch gemacht habe. Und du siehst es selbst auch so, dass es so war? Ja, klar, er hat auch Fehler, aber... Du hast ihn unter Druck gesetzt. Warum hast du ihn unter Druck gesetzt und tyrannisiert? Ja, aus zwei Gründen. Aus der einen Sache halt, dass ich Angst hatte, ihn zu verlieren. Ich muss gleich unterbrechen. Gab es denn dafür eine Vermutung, dass du ihn verlierst? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt er geht nicht. Nicht fremd und er wird das auch nicht tun. Und dennoch hast du ihn unter Druck gesetzt? Ja. Sag mal ein Beispiel, wie du ihn unter Druck gesetzt hast. Du hast gerade gesagt, er durfte nicht ausgehen, so wie er wollte, mit seinen Freunden. Genau, oder dass ich habe Ticks entwickelt, dass ich ihm verboten habe, mit Schuhen in der Wohnung rumzurennen. Richtig bescheuerte Sachen im Grunde. Mhm. Dass ich aus Kleinigkeiten riesengroßen Elefanten gemacht habe. Aber damit hält man doch nicht jemanden zurück. Damit macht man doch jemanden nur verrückt. Ne? Ja, ich hab ihm dann auch immer gedroht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich hab mit ihm rumgemeckert. Ich hab gesagt, kümmere dich um mich. Zum Beispiel, ich bin auch relativ depressiv. Ich liege dann im Bett und dann kommt er zu mir und will mich trösten. Also das ist ein ganz Lieber. Und sagt, Carina, es wird schon wieder alles. Und dann weise ich ihn zurück und sage, du bist doof und du bist ein Blödmann. Mhm. Du bist ein dünner Spargel oder sowas, dass ich ihn beleidige. Mhm. Und dann geht er weg, ganz traurig. Und dann fünf Minuten später rufe ich und sage, komm doch her. Warum kümmerst du dich nicht um mich? Du bist ja richtig blöd. Mhm. Wenn ich dich brauche, bist du nicht da. Und ich, ja. Also, es ist alles irgendwie schiefgelaufen. Ne? Ja. Es ist alles schiefgelaufen. Und ich höre auch daraus, dass es damit zusammenhängt, dass du warst bulimiekrank, hast das während der Zeit aber nicht gemacht. Nein, ihm zuliebe nicht. Ihm zuliebe nicht. Aber das Grundproblem, woher es kommt, ist nicht gelöst? Genau, ich fresse es, also ich habe sogar 40 Kilo zugenommen, weil ich in mich hineinfresse. Mhm. Weil ich eben diesmal nicht aufkotze, ihm zuliebe, aber ich habe es nicht gelernt, Probleme zu lösen. So, und dann kommt auch noch eine depressive Veranlagung dazu, sagst du? War die vorher auch schon da? Ja, die kam halt mit der Krankheit oder war vor der Krankheit da. Wie lange bist du schon bulimiekrank gewesen vorher?
Das fing mit ungefähr 18 an. Jetzt bin ich 21. Also schon ein paar Jahre. Mhm. Ja. Mhm. Sodass da ganz viel zusammengekommen ist und diese Trennung eigentlich ein Produkt dessen ist, dass du mit dir und deinem Leben und dir selbst gar nicht im Reinen bist, genau, ne? Und nicht klar bist. Und er hat darunter leiden müssen. Und du hast ja Dinge mit ihm gemacht, die dir wahrscheinlich, wenn du klar darüber sprichst oder jetzt ja auch, dir leid tun. Ja, auf jeden Fall. Weil er ist ein netter Typ, sagst du? Er ist mein Traummann. Ich habe heute auch gebettelt und das wollte meine Mutter, wie gesagt, ich bin bei meiner Mutter, die hat schon Notarzt angerufen, aber er sagte, er wäre nicht dafür zuständig, mir zu helfen, weil ich konnte nicht mehr. Ich war am Ende mit Nerven jetzt auch im ganzen Körper noch. Jetzt finde ich ganz wichtig, Carina, dass du, ich meine, die Einsicht ist ja da, dass bei dir einiges im Argen liegt, dass du dir so schnell wie möglich eine psychologische Hilfe suchst. Ja. Du gehörst in eine Therapie. Du gehörst das wirklich. Ich auf jeden Fall, ich brauche es ja auch für mich. Ja, genau. Du musst wirklich eine richtige, ordentliche Psychotherapie haben. Das heißt, so schnell wie möglich muss das organisiert werden. Ich hatte ja eine Therapie, aber die habe ich dann unterbrochen zum Sommer und dann ab Sommer fing das richtig an mit dem Problem, weil ich dachte, ich brauche die nicht mehr und habe das schleifen lassen. Und ich war auch mit ihr nicht so ganz so zufrieden, weil ich immer mich nicht so ganz verstanden habe. Ja, das ist immer das Problem, dass man jemanden finden muss, mit dem man gut kann und den man auch respektiert. Sonst funktioniert das nicht. Das ist ganz normal. Hast du denn den Eindruck, dass das jetzt so ganz endgültig ist, was er gesagt hat heute mit dem Schlussmachen? Ja, das ist auch so ein Punkt. Also ich habe, wie gesagt, gebettelt und dann konnte ich nicht mehr. Dann bin ich fast zusammengebrochen. Deswegen wollte auch meine Mutter den Arzt anrufen. Und dann kam er zu mir, hat sich hingesetzt und er sagt auch, er hat noch Gefühle für mich, aber ich hätte ihm so wehgetan. Und dann hat er mit mir viel gesprochen und er meinte, ich muss auf jeden Fall aus der Wohnung raus. Er muss auch einen klaren Kopf bekommen. Er braucht seinen Freiraum wieder, weil ich ihn ja auch sehr eingeengt habe. Und dann sagte er, vielleicht ist es möglich, dass man in ganz kleinen Schritten so wieder so anfängt, wie man sich kennenlernt, dass man mal ins Kino geht und dann wieder aufeinander zukommt. Also Carina, pass mal ich auf. Ich weiß nicht, ob das Sinn hat. Jetzt sei mal nicht so am Boden zerstört. Nein. Nee, finde ich nicht. Ich finde, das ist schon eine ganz tolle Aussage, die er da gemacht hat. Das sagen alle anderen auch. Ich bin so unsicher. Nee. Du, also erstmal hörst du auf zu betteln. Okay. Weil betteln ist nur nervig. Wer bettelt, kriegt sowieso nie das, was er will. Man kann Liebe auch nicht erbetteln. Der muss auch wieder Respekt und Achtung vor dir haben. Mhm. Ich finde auch, dass du aus der Wohnung da raus musst. Das ist unbedingt richtig. So, und ich finde, dass so eine Distanz erstmal jetzt zwischen euch entstehen sollte. Aber nicht, indem du jetzt zu Hause sitzt und heulst und jammerst und sagst, ach, ist zwar alles ganz schlimm und ich bin ein armes Mädchen, sondern du musst da jetzt offensiv ran, nämlich indem du etwas für dich tust. Und das musst du ihm auch sagen. Du musst sagen, pass mal auf, ich sehe ein, dass da vieles schiefgelaufen ist. Aber ich bin nicht Herr meiner selbst. Ich will jetzt eine Therapie machen und lass uns einfach ein bisschen auf ein paar Meter auseinander gehen. Und sein Vorschlag ist doch ein ganz toller Vorschlag, dass wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat und er auch den Eindruck hat, dass du etwas für dich tust, dass ihr euch dann allmählich wieder annähert. Vielleicht schafft es ja wirklich, dass ihr in ein paar Monaten oder am Ende des Jahres wieder richtig zusammen seid. Aber da musst du jetzt tapfer sein. Jetzt darfst du nicht durchdrehen. Ich habe den Eindruck, im Moment jetzt du läufst Amok. Du, ja, ne? Fühle ich mich auch. Nein. Du, zurück. Nimm dich erstmal zurück. Du kannst nur gewinnen in der ganzen Angelegenheit, wenn du dich jetzt zurückschraubst und auf Distanz zu deinem Freund gehst. Ihm gleichzeitig aber signalisierst, dass du bereit bist, etwas zu tun an dir und an deinen Problemen. Ja. Ja, wirklich. Ich finde, ich sage es jetzt nicht, um dich zu trösten. Ich würde dir auch das Gegenteil sagen, wenn ich einen Eindruck hätte. Ich finde, das hört sich noch gut an. Da ist noch Hoffnung in der ganzen Geschichte. Das sagen mir alle anderen auch. Nur ich habe Angst, eben wieder enttäuscht zu werden. Ne? Deswegen denkt man, also mache ich es mir so, ist es ja auch in der Beziehung gewesen leicht, indem ich dann sage, ach, das klappt sowieso nicht. Und nachher dann die Hoffnung, wenn die Hoffnung sich nicht als wahr herausgestellt hat, ja, aber den Schmerz nicht noch wieder zu erleiden, den ich ja jetzt schon habe. Aber du durchblickst dich ja schon ganz gut, ne? Ja, aber... Ja, das finde ich auch schon mal ein ganz, ganz, ganz... Das sagt meine Psychologin auch. Ja, aber jetzt geh mal noch eine Stufe weiter in deiner Selbstanalyse und versuch das mal zu verinnerlichen, was ich gerade gesagt habe, was offensichtlich alle anderen Leute um dich herum auch sagen. Zur Liebe gehört natürlich auch ein Risiko eingehen und dazu gehört es auch etwas zu investieren. Und zur Liebe gehört auch immer Enttäuschung, das ist nun mal so. Im Moment ist schon eine kleine Katastrophe passiert. Wenn du das weiter so treibst und wenn du bettelst und jammerst und
wenn du dich so gehen lässt wie bisher, ich unterstelle dir ja gar keine... Aber das ist so, ich habe mich gehen lassen. Ja, wenn du dich weit... Okay, dann sagen wir es so. Machst es ganz kaputt. Dann kannst du den Jungen vergessen. Das war's dann. Dann machst du nicht nur euch kaputt, sondern dich auch noch weiter kaputt. Notbremse ziehen. Zum Psychiater, zum Psychologen gehen. Ja. Aus der Wohnung ausziehen. Deinem Freund sagen, pass mal auf, ich finde, das ist eine gute Entscheidung. Wir trennen uns jetzt erstmal räumlich und machen mal ein bisschen Pause und gehen mal ins Kino mal wieder in ein paar Wochen und ich suche mir einen Therapeuten und so weiter. Genau, das hat er auch vorgeschlagen. Mensch, aber er sagt, er kann nichts versprechen, dass es wieder klappt. Natürlich nicht, man kann doch nie versprechen irgendwas, genau, in der Liebe. Aber so ist das doch ein Ansatz, Carina. Ja, also brauche ich mir da nicht so, kann ich, also meine Mutter sagt auch, hoff und denk mal positiv und nicht mal so negativ. Ja, du sollst nicht nur positiv denken, du sollst jetzt auch positiv handeln. Ja, das auf jeden Fall. Ich das möchte ist das wichtig. Ja auch für mich, weil wenn das mit ihm wirklich in eine Brüche geht, ich kann da nicht ein Leben lang weiterleben. Also so weiterleben. Ich denke ja auch schon teilweise dann irgendwie an schlimmere Sachen. Ja. Und ich meine, Depressionen, da folgt immer vielleicht was Schlimmes. Und ich bin ja noch jung und ich möchte ja auch noch das Leben genießen. Genau. Also ich bin ganz optimistisch. Jetzt wirst du erstmal noch eine Weile mit meiner Psychologin reden. Ja. Die kann dir auch noch ein paar Tipps geben. Und dann gehst du es bitte so an, wie wir es gerade besprochen haben. Ja, auf jeden Fall. Okay, Carina, du legst auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Okay, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Danke. Hier ist Inga. Hallo Inga. Hallo Domian. Du bist 27 Jahre alt. Jawohl. Schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's bei dir? Bei mir ist das Problem, und zwar, ich habe eine sexuelle Beziehung zu einem Mann, 28. Im sexuellen Bereich geht es in die SM-Schiene rein, wobei er massiv in mein normales Leben damit auch eingreift. Er weiß, dass ich absolut verliebt in ihn bin. Ich weiß aber auch im Gegensatz, dass er unerreichbar ist, weil er in einer Beziehung ist. Du bist nicht in einer Beziehung. Ich bin nicht in einer Beziehung, ich bin solo. Er ist auch nicht in dich verliebt. Ich weiß es nicht. Ich das kann ich nicht sagen. Ja. Er schreibt mir, dass er mich lieb hat. Er schmiert mir Honig um den Mund, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad, bis er das bekommt, was er will. Und er ist 28 Jahre alt, hast du? Ja. Und es ist eine SM-Beziehung. Wie definiert die sich? Bist du die devote Person? Ja. Du bist die devote. Ich bin die devote Person, ja. Also es ist auch... wir sind da beide am Experimentieren in dem Bereich. Also wir sind beide nicht sehr erfahren, aber es ist schon was, was uns beide sehr, sehr reizt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns letztes Jahr im September kennengelernt übers Internet. Ja. Also ich kenne ihn eigentlich schon 12 Jahre lang und wir haben uns dann durch einen blöden Zufall in einem Chat wiedergesehen. Und da war halt gleich dieses Vertrauen da, weil ich ihn eben auch so lange schon kannte eigentlich. Also eine lose Bekanntschaft war das, oder wie? Genau, also er war damals vor 12 Jahren mit einer Freundin von mir zusammen. Und daher kannte ich ihn. Jetzt hast du gerade gesagt, er regiert so in dein normales Alltagsleben auch rein. Was meinst du damit? Zum Beispiel heute war das wieder typisch. Er wusste, dass ich verabredet bin heute Abend und dann kam gleich von ihm, ich soll da nicht hingehen, ich soll daheim bleiben, er würde kommen. Und was war das für eine Verabredung? Das war eine Verabredung mit einem sehr, sehr guten Bekannten, wo ich mich eigentlich auch schon lange drauf gefreut habe, weil ich ihn nicht oft sehe. Und er hat halt wieder massiv eingegriffen und gesagt, ich soll daheim bleiben. Und bist du daheim geblieben? Ja. Und er ist nicht gekommen. Und er ist nicht gekommen. Und das ist nicht das erste Mal. Warum tut er das? Hat er Lust, Macht auch in dein Privatleben hineinzubringen und auszuüben? Oder ist er eifersüchtig und will dich ganz für sich alleine haben? Das ist mir nicht ganz klar, weil er greift so oft in mein Leben ein. Ich bin schon nicht zur Arbeit gegangen wegen ihm. Oder er findet Ausreden auf der Arbeit, dass ich später komme, weil ich auf ihn warte. Und er kommt nicht. Und ich weiß nicht, was es für Spielchen bei ihm sind, ob er einfach nur seine Macht signalisieren will oder mich halt ganz gefügig machen will für seine Spiele, ich weiß es nicht. Wobei das eine ist ja verwandt mit dem anderen, oder geht denn das eine geht in das andere ja über. Also vielleicht ist es einfach wirklich auch die Lust, diese Macht über dich zu spüren außerhalb des sexuellen Bereiches. Ja. Kann sein, ne? Du sagst, er ist für dich unerreichbar, weil er in festen Händen ist? Ja. Also er sagt immer wieder zu mir, ich wäre sexuell gesehen seine absolute Traumfrau,
weil sexuell gesehen ist seine Beziehung am Boden. Mhm. Und er meint aber eben, dass Sexuelles halt nicht alles wäre. Mhm. Und dass ich ansonsten eben nicht seine Traumfrau bin, sondern eben dass seine jetzige Freundin das ist. Klare Worte, ne? Ja, sehr klare Worte. Das heißt, das kannst du dir abschminken, dass der irgendwann mit dir zusammenkommt. Ja. Das kannst du dir abschminken. Ja. Muss man immer, wenn man das von außen so hört, ist das immer härter noch, als man selbst denkt. Also wenn man selbst leise in sich hineindenkt. Meine ganzen Freundinnen alle, die sagen, dass ich nicht mehr ich bin, weil ich nur noch ihm folge und ihn nie bekommen werde. Und ich mache aber mit meinem Verhalten, warum ich mich so verhalte, ich habe immer noch im Hinterkopf, dass ich ihn vielleicht doch bekomme, umso mehr ich ihm gefalle, umso mehr ich ihm... Ich vermute, je mehr du dich ihm unterordnest, umso uninteressanter werde ich. Genauso ist es. Aber ich kann. Und desto mehr wird er dich letztendlich vielleicht sogar dafür verachten. Er wird teilweise eine Lust haben an diesem Gefühl der Macht über dich. Und auf der anderen Seite hat er das Gefühl der Verachtung gegenüber dir, dass du so devot bist und dass du das so mit dir machen lässt. Immer das gleiche Spiel in solchen Konstellationen. Aber ich kann es nicht. Wenn er sagt, er kommt, ich könnte nirgends mit ruhigem Gewissen länger sitzen. Ich müsste heim, eben in der Hoffnung, dass er kommt. Wie oft hast du das denn schon mal richtig versucht zu tun? Dass ich nicht. Ja, dass du dich gegen ihn aufgelehnt hast. Einmal. Das ist ein bisschen wenig. Ich weiß. Ich glaube letztendlich, das ist ja wie eine Abhängigkeit, das ist ja wie eine Sucht. Ja. Und dir geht es ja auch nicht gut dabei letztendlich. Nee, das ist auch finanziell ein Ruin. Warum? Weil es gibt, der Kontakt ist über SMS da. Hm? Und meine Handyrechnung sind zwischen 400 und 500 Euro, weil ich ihm MMS-Bilder schicke. Ich schicke ihm SMS. Und eben vor allen Dingen ist es halt auch der psychische Druck. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch packe, weil ich sitze nächtelang daheim und bin nur noch am Weinen, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich? Ich bin im Büro. Im Büro. Also das heißt, du hast auch nicht so wahnsinnig viel Kohle, verdienst du? Um das mal locker wegzustecken. Also finanzielle Probleme, wie du gerade schon sagtest. Sind da. Ja, also dadurch halt, weil in der Zeit, wo wir uns jetzt kennen, habe ich bestimmt alles in einem 2200 Euro Handyrechnung. Wahnsinn. Hast du vorher auch schon mal eine SM-Beziehung gehabt? Nein, das ist mein erster Partner, wo ich das ausleben kann. Also ich habe schon immer gewusst, dass das Devote in mir ist. Aber ich hatte nie einen Partner, mit dem ich das ausleben kann. Das Devote ist natürlich ganz schlimm, dass sich das eben auch so jetzt so in dein normales Leben hineinzieht. Ne? Das macht dich ja fast handlungsunfähig. Da können wir jetzt wahrscheinlich 10-mal rational sagen, du musst dieses und jenes machen. Dennoch muss man es rational sagen. Ja. Aber es ist natürlich ungemein schwierig für dich, weil du so gestrickt bist, dass du funktionierst halt so. Ne? Ja. Aber ich finde dennoch, dass du viel, viel, viel härter gegen dich vorgehen musst. Die Einsicht ist da, dass das eigentlich eine schlechte Beziehung für dich ist. Eine schlechte Konstellation. Ja. Die Einsicht ist auch da, auch wenn du es noch nicht glauben willst, dass dieser Typ mit dir keine Beziehung führen will. Er hat es dir gesagt. Ja. Und deine sogenannten Tricks ziehen dich nur noch weiter runter. Ja. Und werden niemals dazu beitragen, dass er dich interessant findet. So, das ist jetzt soweit die Ratio, ne? Ja. Und jetzt musst du dagegen handeln, indem du wirklich, das ist wie wirklich bei einer Sucht, da musst du in kleinsten Schritten versuchen. Und wenn du auch immer wieder einen Rückschritt erlebst, aber du musst es machen. Wenn du eine Verabredung hast, so wie heute Abend, dann musst du dich zwingen, zu dieser Verabredung zu gehen. Und wenn er 10-mal sagt, du gehst da nicht hin. Ja. Mein Problem ist einfach, was ich habe. Ich habe ziemlich Gewichtsprobleme gehabt, hatte 6 Jahre lang keinen Partner, keinen Sex und bekomme einfach durch ihn das erfüllt, was mir 6 Jahre lang gefehlt hat. Mhm. Okay, ich habe abgenommen, ich habe mein Gewicht fast halbiert. Wie viel wiegst du jetzt? Jetzt wiege ich noch 75 Kilo. Größe? 1,66. Ja, ja. Und ich habe auch wieder das Selbstbewusstsein, auf andere oder auf Männer zuzugehen. Mhm. Und ich hatte jetzt auch in der Zeit, wo ich mit ihm Sex hatte, auch andere Männer gehabt. Ach so. Aber trotzdem, es konnte mir keiner das geben, was er mir in der Sexualität gibt. Und ich habe einfach
so Angst, wenn ich ihn loslasse, dass ich das nie wieder haben werde, was ich mit ihm habe. Vielleicht, natürlich, kann ich verstehen. Vielleicht auch nicht sofort. Aber positiv hier ist ja nur auch wiederum, dass du auch schon mit anderen Männern Sex hattest in der letzten Zeit. Ja. Positiv ist, dass du dich attraktiver findest als früher noch. So, dann geht einfach, du bist ja auch erst 27, dann geht einfach die Suche los. Wenn du ihn losgelassen hast, das wäre erstmal ein Riesenerfolg und Triumph für dich, finde ich. So, wenn du dann nicht sofort jemanden findest, wo das sexuell so abgeht wie mit ihm, das ist sogar wahrscheinlich so. Aber über einen gewissen Zeitraum und einer gewissen Zeitlänge des Suchens wirst du schon jemanden finden. Auch diese Angst musst du, diese Bedenken musst du zur Seite schieben oder dir sagen, okay, dann muss ich damit halt erstmal eine Weile leben, dass ich so jemanden nicht sofort kriege. Aber ich sitze nicht auf dem Trocknen. Ja. Das hast du bist ja, hast jetzt die ersten Schritte auch gemacht in dieser SM-Welt. Ja. Und weißt auch da, wie man da Kontakte knüpft. Ja. Wenn du das nicht schaffst, musst du dir, finde ich, in dem Fall auch eine psychologische Hilfe suchen. Ja. Das Ganze ist ja noch relativ frisch. Ich habe schon Geschichten gehört, wo Leute Jahre und Jahre abhängig sind und waren von Menschen. Und das Ganze in einer so perfiden Struktur sich mittlerweile gebildet hat, wo dann hinterher der Psychologe schon kaum mehr helfen kann. Du hast jetzt vielleicht noch die Chance, das zu schaffen. Ja, eben. Und davor habe ich Angst, weil es geht auch eben in die finanzielle Richtung mit Geldleihen. Und wie gesagt, ich hab Angst, dass ich da einfach nicht mehr rauskomme, weil meine besten Freunde schaffen es nicht, mich da rauszubringen. Sie sind alle gegen ihn, was verständlich ist, weil ich psychisch am Boden bin. Dennoch würde ich das noch nicht so negativ sehen. Die ganze Geschichte läuft ja mal gerade erst ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. So, da sind alle Chancen noch drin, alle Notbremsen auch zu ziehen. Ja. Das musst du machen. Und du musst es aber auch immer wieder versuchen. Und wenn du drei Rückschläge kriegst, dann musst du wieder einen Schritt nach vorne gehen. Nur so geht das. Das ist bei jeder Sucht so. Das Problem, was ich halt auch noch habe, zum Beispiel, dass er meinen Schlüssel hat von meiner Wohnung. Zurück muss er zurückgeben. Ja. Siehst du, das ist doch schon ein guter Anfang. Das nächste Mal bittest du ihn, dass er dir deinen Schlüssel gibt. Ja. Wenn er das verweigert, dann musst du nochmal in den sauren Apfel des Geldes beißen und du lässt dir ein neues Schloss einbauen. Mhm. Oder ein Zusatzschloss. Er wird mir das nicht verweigern. Okay. Das wäre doch schon ein großer Erfolg für dich, wenn du sagst, hier, das bekomme ich zurück. Ja. Inga, das ist der einzige Weg, in dem du jetzt hart bist. In dem du dich zur Härte zwingst, wenn es dir auch noch so schwer fällt. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, meine Telefonnummer, die ihr übrigens auch morgen wählen könnt, wenn ihr morgen dabei sein möchtet. Morgen ist Promi-Tag bei Domian. Anke Engelke ist mein prominenter Gast. Morgen im WDR-Fernsehen um 11:30 WDR-Fernsehen. Und wenn ihr mitmachen wollt, anrufen wollt, eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Oder ihr mailt heute ganz einfach schon unter domian@wdr.de. Gast morgen bei mir, Anke Engelke. Kurt ist jetzt mein Gast und Kurt ist 45. Hallo Kurt. Hallo Domian. Hallo. Also ich sehe in letzter Zeit öfter deine Sendung und ich habe hier ein ganz arges Problem. Und zwar haben wir im Bekanntenkreis einen Sexualstraftäter, der sitzt auch in Haft, ist verurteilt auf 6 Jahre und 9 Monate. Was hat er gemacht? Der hat Bilder aus dem Internet, kinderpornografische Bilder runtergeladen. Und hat auch selber Bilder erstellt, um mit anderen Leuten im Internet tauschen zu können. Was heißt dabei ein junges Mädchen? Mit Kindern? Ja, mit Kindern. Mhm. Hat dabei auch ein junges Mädchen, 11-jähriges Mädchen, sexuell belästigt, hat also seinen Penis in den Vorhof der Vagina gesteckt, die ist fotografiert und dann aufs Internet gestellt. So, und wir haben früher, das war ein guter Freund von mir, viel Kontakt gehalten. Und ach so, das war sogar ein guter Freund von dir. Das war ein guter Freund. Wir waren zusammen bei der Bundeswehr. Aber da muss euch das doch völlig umgehauen haben, als ihr das erfahren habt, oder? Ja, richtig. Also die erste Zeit, das erste halbe Jahr, haben wir oftmals telefoniert. Und dann war er nie zugegen. Dann hat seine Frau gesagt, nee, der ist unterwegs und dies und das und jenes. Und nach einem halben Jahr kam dann erst raus, dass er im Gefängnis ist. Wie ist das denn damals eigentlich rausgekommen? Irgendwie hat die Polizei in Villingen hat das rausbekommen und dergleichen. Ach so. Und wir haben damals den Kontakt aufgehalten, wir haben ihn da mal besucht in Hannover im Gefängnis, aber so nach und nach immer mehr wurde mir bewusst, dass ich eigentlich diesen Kontakt gar nicht halten wollte. Du hast ihn besucht? Wir haben ihn besucht, meine Frau und ich. Was ist das für ein Gefühl gewesen, da jemand gegenüber zu sitzen, der sowas gemacht hat? Wut und Hass, weil wir zu dem Zeitpunkt ein 3-jähriges Mädchen hatten. Und dieses Mädchen ist jetzt 8 Jahre alt und diese Entlassung steht an. Ja. Und ich habe mit meiner Frau seit einem halben Jahr derbe Probleme und derbe Krach und Streit.
wegen dieser Familie. Mhm. Lass mich nochmal fragen, wie viele Mal habt ihr ihn besucht? 4-5 Mal. 4-5 Mal. Warum eigentlich damals? Ja, weil meine Frau wollte Kontakt halten. Warum? Ich weiß es nicht, warum. Freundschaft halten oder dergleichen. Und mir war es immer zuwider. Ich habe oft genug, wenn sie Termine gemacht hat für den Besuch, habe ich gesagt, nein, ich muss arbeiten und ich kann da nicht und da nicht. Das habe ich ihr eben auch nochmal so erzählt. Wie seltsam, dass sogar deine Frau dann den Kontakt halten will. Ja. Na gut, nun ist es so gewesen. Ja. Aber der ist dann eingeschlafen, der Kontakt. Und jetzt kommt der Typ raus. Nein, der Kontakt ist so, die Frau, seine Frau, die hält noch öfter Kontakt mit meiner Frau, was ich nicht so wünsche. Ja. Meine Frau macht das dann aber so heimlich hinter meinem Rücken, telefoniert hinter meinem Rücken. Na gut, das ist ja noch ein anderes Bier, wenn die beiden Frauen Kontakt haben. Ja, aber als wenn sie ins Gefängnis geht und sogar ihn besucht. Nee, das tut sie nicht. Aber es geht darum, dass die Tat verheimlicht wird. Also es ist nicht so schlimm, hieß es heute nochmal, die Frau war heute nochmal hier. Es ist nicht so schlimm, wenn man den Penis nur in den Vorhof der Scheide steckt bei so einem kleinen Mädchen. Sagt die Frau von dem Mann? Sagt die Frau von dem Mann. Und das ist ja nicht so verwerflich. Und das sagt ihr euch gegenüber? Ja, genau. Und was sagt deine Frau darauf? Ja, die nimmt sich der Meinung an. Und deswegen haben wir so einen Krach. Und wie gesagt, ich möchte das ganz gerne abbrechen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn dir das wichtiger ist, die Familie wichtiger ist wie unsere Familie. Mhm. Ich habe auch noch eine große Tochter, die ist 23. Mhm. Die sieht das so wie ich. Und also der kommt jetzt raus, der Typ. Das kommt jetzt nach 6 Jahren. Nach 6 Jahren. Mhm. Und deine Frau möchte gerne mit dieser Familie, also mit diesem noch inhaftierten Mann und jetzigen Täter und der Frau dann Kontakt haben. Genau. Mhm. Also und du nicht. Und du definitiv nicht. Ich definitiv nicht, nee. Mhm. Ich kann dich voll und ganz verstehen, muss ich sagen. Und meine ich würde auch nicht mit diesem Mann Kontakt haben wollen. Ich kann auch die Haltung deiner Frau nicht verstehen, dass sie sich auf solche komischen Ausreden da einlässt von der Frau des Täters. Hier Vagina und ein bisschen Penis ist nicht schlimm. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, genau. Er hat das bei einem 11-jährigen Mädchen gemacht. Genau. Und meine Tochter ist jetzt 8. Mhm. Also ich verstehe deine Frau nicht, muss ich sagen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe sie nicht. Jede Mutter hat doch, jeder Vater hat doch Angst um sein Kind. Und das Allerschlimmste, was passieren kann, ist ein sexueller Missbrauch des Kindes. Und natürlich auch wenn ein Kind ums Leben kommt. Und man ist doch bestrebt, die Kinder davor zu schützen, wo es nur irgendwo geht. Ja, und heute war diese Frau, wie gesagt, wieder hier und ich weiß mir nicht weiter. Ich bin tagsüber nicht da, ich weiß nicht, was meine Frau macht. Vielleicht trifft sie sich dann nicht hinter meinem Rücken mit dieser Frau und so. Und dann bin ich zur Polizeistation gefahren, habe da mit einem Polizisten gesprochen, weil ich der Meinung bin, ich mache einen Fehler, dass ich meiner Frau das eventuell untersagen will, aber so. Und ich habe mit diesem Polizisten da gesprochen und da sagt meine Frau, du brauchst einen Psychiater, du bist krank. Ich bin der Schuldige, ich bin derjenige, der... Sagt deine Frau zu dir? Ja. Ich bin völlig fassungslos. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Ich kann es auch insofern nicht verstehen, selbst wenn deine Frau irgendwie eine andere Auffassung hätte, nach dem Motto, man muss auch nochmal eine Chance geben und so etwas, dann müsste deine Meinung und dein Anliegen ihr wichtiger sein als ihre grundsätzliche Meinung. Dann müsste sie sagen, okay, ich stimme zwar nicht mit dir überein, aber ich füge mich deinem Willen, weil es um unsere Familie geht. Ja, und das sieht sie so nicht ein. Also das ist... ihr Privatvergnügen, sagt sie. Also sie hat keine Angst, sie hat definitiv keine Angst um euer Kind. Nee, das auch nicht. Und sie hat anscheinend auch keine Angst um unsere Familie, weil ich ihr ganz klar gesagt habe, wenn dir diese Familie wichtiger ist, Also es geht auch so weit, dass sie durchaus sich vorstellen könnte, dass er und seine Frau euch mal besuchen kommen. Genau so sieht das aus. Mhm. Und obwohl sie weiß, dass es dir absolut unangenehm ist, genau. Und trotzdem will sie das. Ist ein Machtkampf zwischen euch beiden, ne? Ja, es ist ein reiner Machtkampf momentan. Sie ist auch oben in ihrem Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob sie den Fernseher anhat, wenn sie sonst auch Tomian hört. Aber ist mir eigentlich auch egal. Ja. Also ich kann es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann die Haltung deiner Frau nicht nachvollziehen. Ich finde sie auch nicht zu rechtfertigen. Ja. Ich finde deine Besorgnis in Ordnung. Vielleicht hat dieser Mann sich geändert, das mag ja sein, das wollen wir nicht drüber urteilen, aber ich finde es völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich will mit so jemandem dann auch nichts zu tun haben. Ich würde als Vater genau so ticken. Punkt aus. Genau. Und ich muss mir mal einreden lassen, ich brauche einen Psychiater, ich brauche einen Psychologen, also ich habe eine Macke. Mhm. So, jetzt habt ihr eine handfeste Ehekrise wegen dieser Problematik. Ja, es geht aber nur um diese Familie. Ja, ja. So andere Sachen kriegen wir auf die Reihe. Ne? Wie gesagt, wir sind 22 Jahre verheiratet, auch alles andere stimmt, ne? Also die Beziehung sonst so, ne?
Also ich würde darauf bestehen, dass diese Familie nicht in eure Wohnung kommt. Ja, und dann, wenn sie mit denen Kontakt haben will, ja bitte, aber nicht in eurem Haus und dass auf jeden Fall auch keine Nähe zu eurem Kind hergestellt wird. Aber es ist natürlich grauenhaft, es ist natürlich ständiger Streit dann zwischen euch beiden. Ja, genau. Ich weiß ja auch nicht, wenn die dann echt zusammen in die Stadt gehen, wie sieht's da aus? Und echt treffen die sich da heimlich oder ich kann es nicht kontrollieren. Ne? Wie weit wohnen die auseinander? Ja, die wohnen nur so 20 Kilometer. Nicht weit, also. Nee. Ist deine Frau denn zugänglich wegen dieser Problematik zu einer Ehe? Eigentlich nicht, die ist momentan sehr stur. Wäre sie zugänglich, zu einer Eheberatung zu gehen? Genau, das habe ich ihr vorgeschlagen, das hat mir der Polizist heute auch gesagt. Mhm. Nee, sie braucht sowas nicht. Sie braucht keine Eheberatung. Was ist denn da los? Was ist da los mit deiner Frau? Ja. Was ist da los? Das weiß ich nicht. Also das wäre ja nun die Chance, wo sie sagt, okay, dann gehen wir halt gemeinsam hin und klären das mit einer neutralen Person. Mhm. Das wäre eine souveräne Haltung. Ja. Aber sie ist ja offensichtlich völlig verbohrt. Ja, so hört sich das an. Das ist für dich eine schlimme Situation, finde ich. Ja, sehe ich auch. Weil das bindet dir im Moment alle Hände. Was willst du weitermachen? Ja. Ich würde an deiner Stelle, um überhaupt einen Gesprächspartner zu haben, würde ich an deiner Stelle alleine eine Eheberatung aufsuchen. Ihr das auch sagen, dass du da hingehst. Mhm. Um auch nochmal eine Rücksprache mit jemand anderem zu halten. Aber letztendlich ist die Situation sehr verfahren. Ja. Und ich weiß jetzt auch da keine tolle Lösung. Außer der, dass ich erstmal an deiner Stelle sagen würde, nicht in meinem Haus, nicht in meiner Wohnung. Die kommen hier nicht hier rein. Aber das löst ja nicht euer Problem, was ihr miteinander habt. Genau. Sollte sie jetzt zuschauen oder zuhören, sie hat dich und euch ja längst erkannt, dann würde ich gerne jetzt an dich, wir müssen ja deinen Namen nicht nennen, die Bitte richten, gib euch doch eine Chance, liebe Frau von Kurt, gib euch doch bitte eine Chance und geh mit dem Kurt zu einer Beratungsstelle. Mach zumindest dieses. Damit da eine, ich weiß ja nicht, was da sonst noch alles zwischen euch abläuft. Vielleicht sagst du jetzt, ja, der Kurt hat gar nicht alles richtig erzählt. Und naja, vielleicht bin ich auch manchmal ein bisschen zu penibel. Mag ja sein. Deswegen, liebe Frau von Kurt, ich will ja auch nicht zu schnell über dich urteilen, weil ich deine Position jetzt nicht gehört habe. Aber du hast die Chance, wenn du zu einer Eheberatung mit dem Kurt gehst, dass da eine neutrale Person sitzt und du auch deine Meinung vertreten kannst. Tu es für dich, tu es für eure Familie, tu es für dein Kind. Also vielleicht hat sie uns gehört, ich würde mich sehr freuen. Ja. So Kurt, jetzt gebe ich dir noch eine Adresse von einer Beratungsstelle in eurer Umgebung und vielleicht kommt ja irgendwas in die Gänge. Ja, schön. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an. Dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist Renate. Renate ist 29. Hallo Renate. Hallo Domian. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ja, es geht darum, ich habe einen Freund. Der wohnt knapp 500 Kilometer von mir weg. Oh je, das ist weit. Ja, ist weit. Und ich habe aber einen Hausfreund, der wohnt direkt eine Etage unter mir. Wie praktisch. Also der 500 Kilometer entfernte Freund ist richtig dein Freund? Ja, ja. Wie lange schon? Schon seit knapp 5 Jahren. Ach so, also eine richtige Beziehung. Eine Fernbeziehung. Ja, es ist eine Fernbeziehung. Und der Hausfreund, wie lange läuft die Geschichte schon? Die läuft eigentlich gar nicht richtig, weil es ist halt schwierig zu erklären. Ich habe halt damals mit meinem Freund, war halt eine Zeit lang halt Schluss und da habe ich gedacht, ich habe halt 3 Kinder. Da habe ich halt gedacht, dass hier mit dem Hausfreund, das wäre halt die bessere Lösung für mich. Dann ist man halt nicht so alleine und der hat auch damals die Vaterschaft von meinem jüngsten Sohn anerkannt. Wie, der Hausfreund? Ja, ja. Aha. Und er ist auch der Vater? Nee, ist er eben nicht. Ist er nicht? Nee, ist er nicht. Wer ist denn der Vater? Der Vater von meinem jüngsten Sohn ist halt mein Freund, der halt die 500 Kilometer weit weg wohnt. Mein jüngster Sohn ist halt 2 Jahre alt und... Und die anderen beiden Kinder, von wem sind die? Die sind von... Früheren Beziehungen. Genau. Ja. Wie, jetzt hat der Hausfreund hat die Vaterschaft anerkannt, obwohl er gar nicht der Vater ist. Weiß der, dass er nicht der Vater ist? Ja, ja, das weiß er. Also das war von vornherein klar. Aber die hat er damals nur anerkannt, um seiner Ex-Frau, die alkoholkrank ist, um der halt keinen Unterhalt zahlen zu müssen. Ne? Und ich habe halt gedacht, naja, dann hältst du halt meinen Freund halt raus, weil der war damals noch verheiratet und hat selbst dort oben halt noch Familie und Kinder und... da wollte ich halt mit meinem Kind halt jetzt nicht einbrechen. Ne? Das heißt, dein Freund, der weit weg von dir wohnt, weiß gar nicht, dass er ein Kind hat? Doch, das weiß er. Das habe ich ihm mitgeteilt. Und der denkt auch, das ist sein Kind?
Der weiß, dass das sein Kind ist. Weiß aber auch, dass der Hausfreund die Vaterschaft angenommen hat? Mittlerweile weiß er das auch, ja. Aber der muss dir doch aus allen Wolken fallen. Ja, es ist halt alles schwierig. Ne? Ich wollte ihm damals halt keine Probleme damit bereiten. Ne? Und weil dieser Hausfreund sich halt angeboten hatte, habe ich halt gedacht, naja, dann hast du halt keinerlei Probleme mehr. Der Kleine ist 2 Jahre alt, sagst du? Der ist jetzt 2 Jahre alt. Das heißt, das läuft dann schon lange irgendwie mit diesem Hausfreund. Irgendwie, der Kontakt zumindest oder die Nähe. Ja, das war vorher mein Sachbearbeiter auf dem Sozialamt. So. Gott, ist das absurd. Ist das kompliziert. Habt ihr auch Sex miteinander? Nee, eben nicht. Das war immer nur, wenn ich voll trunken war. Also ich bin Antialkoholiker normalerweise und ich vertrag nicht viel. Also 2 Gläser Wein, dann bin ich zu wie ein Haubitz. Ne? Ja. Ich bin unmöglich mit Alkohol. Also, der Hausfreund, ist der wenigstens jetzt alleine oder hat er auch noch eine Freundin oder eine Familie neue? Oh, keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Der lebt da unten halt im Keller, in seinem Kellerraum. Ich habe mir letztes Jahr mit dem zusammen ein Haus gekauft. Und von diesem Haus bewohne ich 90% und er bewohnt 10%. Also er wohnt unten im Keller. Dein Sozialarbeiter und du hast dir ein Haus gekauft? Hast du so viel Kohle? Nee, eben nicht. Also, es war damals geplant, wir gründen halt da so zusammen halt so eine Familie und ich habe mir das alles so tuffig halt vorgestellt. Aber war es halt nicht. Ne? Also die Realität hat mich ziemlich. Eine sehr verworrene Geschichte. Wir gehen jetzt mal den finanziellen Dingen nicht nach. Fakt ist, dass da unten jemand wohnt, der ein Hausfreund ist, mit dem du äußerst selten Sex hast. Mittlerweile nicht mehr, weil ich hasse den ja eigentlich. Also du hattest nur mit dem Sex, wenn du betrunken warst. Ja. Und ansonsten war es so, ja, ein guter Freund. Mittlerweile hast du ihn, aber warum hast du ihn denn? Weil er so verlogen ist, ne? Weil er halt verlogen ist. Er hat auch mittlerweile die Vaterschaft halt angefochten. Also er wollte mich halt heiraten gehen. Ich habe ihm halt gesagt, du hör mal zu, ich liebe dich eigentlich überhaupt nicht. Ja. Hab ihm das mehrere Male halt so gesagt, ne? Und dann hat er halt gemeint, ja, das ist ja egal. Trotzdem könnten wir ja ruhig heiraten gehen, dann habe ich halt wenigstens mehr Geld. Und dann habe ich gesagt, nö, du, das geht nicht, ne? Und dann hat er halt, weil ich auf diese Heirat halt nicht eingewilligt habe, die in meinen Augen halt schwachsinnig war. Was sind denn das für Zustände da bei dir? Mensch, aktuelle Lage. Es gibt immer noch diesen Freund, der 500 Kilometer entfernt wohnt. Den gibt's jetzt wieder. Ja. Der Hausfreund sitzt hier quasi im Keller und der ist noch nicht rauszukriegen, weil ihr zusammen das Haus gekauft habt. Genau. Was wäre dir am liebsten jetzt? Wie sollte es sich fügen? Ich habe keinen Plan. Also weil wie gesagt, dieser Hausfreund hat ja jetzt mittlerweile diese Vaterschaft von meinem jüngsten Sohn halt angefochten. Mhm. Die Vaterschaftsanfechtungsklage läuft auch. Er hat auch gute Chancen, damit durchzukommen. Ne? Aber wieso gibst du dir den freiwillig nicht ab? Die Vaterschaft? Ja. Kann man das nicht? Also es wäre doch viel richtiger, wenn der richtige Vater auch offiziell der Vater wäre. Ja, ich weiß halt nicht. Ich habe halt Angst davor irgendwie. Ne? Weil wie gesagt, er hat halt selbst noch 2 Töchter und... Will der richtige Vater das denn nicht? Ist der nicht daran interessiert? Ja, der hat eine ziemlich hohe Stellung und ich habe Angst, dass ich da irgendwas kaputt machen könnte mit, ne? Ja, man, es geht ja nicht um deine Angst, sondern ich fragte, was dieser Mann, dein Freund, der Vater des Kindes ist, was hat der denn für eine Position, für eine Meinung, für eine Haltung dazu? Gar keine. Was ist denn das für ein Typ? Er setzt ein Kind in die Welt, dem ist das völlig Schnuppe, ob da jemand anders die Vaterschaft annimmt, dem ist das ja auch Schnuppe, ob der die wieder abgibt. Er kümmert sich auch nicht um das Kind? Ja, kommt aber einmal im Monat vorbei, so ab und zu, wenn er mal Zeit hat. Mensch Renate, da hast du dich aber in was reingewurstelt. Das sag ich auch mir jeden Tag. Fühlst du dich denn geliebt von diesem Mann, deinem Freund, der 500 Kilometer entfernt wohnt? Ja, das schon, also... Das irgendwie stimmt das halt bei dem Kerl, ne? Das ist. Aber der ist in einer Beziehung, sagst du? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Also jetzt das, nicht mehr. Das heißt, ihr könntet eigentlich zusammenkommen. Das haben wir auch vor, halt für im Sommer irgendwann, ne? Aber dazu muss ich jetzt erst wieder aus diesen ganzen Hausverträgen raus. Und ich habe das Haus erst vor einem Jahr hier gekauft, ne? Mhm. Und wenn ich jetzt hier alles aufgebe, ich müsste hier alles aufgeben, ne? Mhm. Und jetzt, dann dort hochziehen, das ist... Jetzt formulier mir mal das Problem, weswegen du hier angerufen hast. Jetzt haben wir mal so grob Klarheit gefunden in dieses ganze verquaste Gewusel da bei dir.
Was ist der, formulier's mal in einem Satz. Was halt mein Freund nicht weiß, ne, ist halt wirklich, dass ich mit dem Kerl da unten halt wirklich halt auch Sex hatte, ne? Das weiß der gar nicht. Mhm. Und ich weiß auch nicht unbedingt, ob ich dem das überhaupt. Aber die Sache liegt lange zurück. Aber das war halt letztes Jahr, ne? Das war halt letztes Jahr. In der Zeit hatte ich zu ihm auch gar keinen Kontakt, ne? Den hatte ich vor über einem Jahr halt abgebrochen. Und, einfach. Und auch als es um diese Vaterschaftsgeschichte ging, hat dein Freund, der 500 Kilometer entfernt wohnt, hat auch damals nicht gefragt, hast du mit dem Sex gehabt? Nee, so genau hat er das halt nicht gefragt. Mhm. Ne? Geht es jetzt nur um die Frage, soll ich dem das gestehen, dass da was gelaufen ist, oder soll ich es nicht sagen? Ja, genau. Ja, dann gestehe es doch, Mensch. Es war doch nur ein paar Mal, es ist lange her, du warst das ist im Suff passiert, dann hast du zumindest Klartisch. Und du gehst nicht mit einer Lüge, vielleicht, wenn ihr jetzt zusammenziehen solltet, wenn du dahin ziehst und wie du es gerade beschrieben hast, dass du nicht wieder Angst haben musst, da fliegt irgendwas auf oder ein schlechtes Gewissen haben musst. Ja, ich habe ja eigentlich auch kein schlechtes Gewissen, weil wie gesagt, von diesen 2-3 Malen weiß ich auch eigentlich relativ wenig. Ne? Was meinst du denn, du kennst ihn ja, wie reagiert denn dein Freund darauf, würde darauf reagieren, wenn du es ihm sagst? Ich glaube, dann flippt er schon aus, also ich... Ja, ich meine, er ist ja nun auch nicht ein Waisenknabe, ne? Nee, nicht unbedingt, aber wie gesagt, dass die Tour, die er halt fremdgegangen war, die ist er halt mit mir fremdgegangen, ne? Von daher bin ich mir seiner ziemlich sicher. Ja, ich habe so ein bisschen eine schlechte Meinung von ihm, obwohl ich ihn ja nun gar nicht kenne, aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, dass er sich nicht um das Kind wirklich kümmert und bemüht. Das ist sein Kind. Dass er das alles irgendwie so laufen lässt. Ja, aber ich denke halt, es macht halt auch die Entfernung macht's halt aus, ne? Und ich habe auch, irgendwo habe ich halt Angst, dass ich, wie gesagt, seine Töchter sind halt schon größer und wenn die dann mit einem Kleinkind jetzt nochmal konfrontiert werden. Ja, und so ist es nun mal. Das ist nun mal so, wenn man mit einer Frau schläft, ungeschützt, und dann kann das halt nochmal passieren, dann muss man auch die Verantwortung tragen und das nicht einfach wegschieben irgendwie. Das Kind käme doch dann auch mit, wenn du zu ihm ziehst, ne? Ja, meine ganzen Kinder. Die ganzen Kinder, ne? Ich habe halt, wie gesagt, ist es halt nur, dass man halt die Angst davor hat, dass... Ist denn das schon mal so besprochen worden? Hast du diese Angst mal so formuliert? Bei ihm? Nee. Warum nicht? Ja, weil er halt immer abkloppt irgendwo, ne? Wenn es halt um solche Dinge geht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass du das noch gar nicht so richtig versucht hast und mal so richtig mit ihm von Mann zu Frau gesprochen hast. Hat immer, komm, jetzt müssen wir mal richtig reden, darüber und darüber und darüber. Ja, der tut das dann halt alles so ab und wird schon schief gehen und wenn du erstmal hier oben bist und dabei ist noch gar nichts richtig geklärt, ne? Weil ich, wie gesagt, wenn ich hier wegziehe, dann muss ich muss halt alles aufgeben, ne? Ich muss alles aufgeben, wofür ich so, und wenn jahrelang halt irgendwo gekämpft habe. Ja, auch. Und wenn du das alles tust, müssen auch wirklich ganz klare Verhältnisse herrschen. Das heißt, du musst alles, was du an Bedenken hast, musst du ihm sagen. Und das muss geklärt werden. Und ich finde auch, dass du ihm das gestehen musst, was da passiert ist. So, wenn dann alles gut ist, dann finde ich den Schritt schon richtig, dass du sagst, okay, ich trenne mich da von meinem Haus und meinem Hausfreund und ziehe zu meinem Freund. Aber vorher müssen erstmal Etappen gesprochen werden. Schonungslos. Da musst du dich zu zwingen. Ist zu wichtig. Du kannst ja nicht alles aufgeben, dann sitzt du da irgendwo in einer fremden Stadt und kommst vom Regen in die Taufe. Ja, genau, das meine ich halt genau, auch. Genau, und das kannst du aber jetzt alles noch abwenden, indem du Klartext sprichst. Kann ich das auch tun. Ja. Du bist auch ein bisschen scheu, ne? Ja, es ist halt... Ich habe halt immer Angst, dass ich halt doch irgendwo wieder was Falsches mache, ne? Ja, aber die Angst ist nicht begründet. Du machst viel mehr falsch, wenn du jetzt Sachen verschweigst und das irgendwie so zur Seite schiebst und denkst, ach, das wird sich schon irgendwie regeln oder schaffen wir es schon. Nein, nein, das wird sich nicht mehr rein regeln. Das muss alles vorher klar ausgesprochen werden. Okay, mach ich. Liebe Renate, alles Liebe, alles Gute. Ja, dir auch. Toi, toi, toi. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da, allerdings ausschließlich im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, 11:30 WDR-Fernsehen
mit meinem Promi-Talk. Zu Gast ist Anke Engelke und ihr könnt euch gerne an dem Gespräch beteiligen per Telefon. Die Leitungen sind eine Stunde vorher geschaltet, also morgen Abend 22:30 0800 220 5050 oder ihr könnt mailen unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sag tschüss, bis morgen.